Hallo Welt, ja, da sind wir wieder und wir haben eine Aufgabe angenommen. Endlich. Na, ja, Werkstatt. Die Werkstatt wartet darauf, von dir beansprucht zu werden. Ort, Tyler County, Rennstrecke. Nein, das nicht. Der Orden der Kaulquappe. Ja, eigentlich schon, aber nein, dann auch nicht. Auftragsjäger. Eine Hauptquest. Na, was ist das denn? Wir sind so lange dabei und jo, wir haben ja schon ganz schön viele Hauptquests gemacht. 4 Stück. Hauptquest, Auftragsjäger, das machen wir jetzt. Duchess hat mir Baupläne für ein Schild gegeben, das ich in meinem Camp bauen soll, um die Schläge anzulocken, die für Ärger im Wayward sorgen. Ich sollte sie mir ansehen. Duchess meinte, ich soll mich bei Fragen zum Camp an Mord wenden. Lies den Bauplan, Schild von Cranes, Schatzsuche und Co. in meinem Inventar, optional. Sprich mich mit Mord über das Bauen in deinem Camp, das werde ich gleich machen. Optional, baue eine Waffenwerkbank in deinem Camp, um Gegenstände zu verwerten. Kategorie herstellen. Das ist dann jetzt so ein halbes Tutorial, oder? Sieh mal, wer da ist. Was möchtest du wissen? Dann erzähl mal was über die Nutzung meines Camps. Du hast Glück, denn ich bin genau die Person, die dir mit deinem Problem helfen kann. Aber wenn ich helfen soll, wird dich das was kosten. Und was ist das? Hör zu, ich hab diesen Plan. Du wirst mir helfen, reich zu werden. Weißt du, die wahren Gewinner während des Goldrauschs waren nicht die Schürfer, sondern die, die den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft haben. Ich handle nicht mit Schaufeln, sondern mit Wissen. Ich kann Orte erreichen, die euch Typen mit eurer Rat-anfälligen Haut vorenthalten sind. Ich verkaufe also, was ich im Köpfchen habe, und du wirst das Ganze für mich testen. Ich habe diese Holobänder aufgenommen. Darauf befindet sich alles, was ich über diese Camp-Dinger weiß. Hör sie dir mal an und lass mich wissen, was du von ihnen hältst. Von mir aus, ich höre sie, ich lese sie, ich mache alles. Was sind Bänder? Das sind Bänder, die du aufgenommen hast, mit der Stimme, mit der du gerade sprichst. Naja, ich höre mal. Wirklich? Danke vielmals. Ich meine, danke. Aber komm wieder, wenn du sie ausprobiert hast. In Ordnung? Gab es sonst noch etwas, worüber du reden wolltest? Schulungsholo. Was ist deine Aufgabe hier? Ich hab keinen. Ich bin unabhängig. Wenn die Leute hier was brauchen oder irgendwas erledigt werden muss, wo Strahlung im Spiel ist, kommen sie zu mir. Die Strahlung? Ha, kann mir nichts mehr anhaben. Und im Gegenzug lässt Duchess mich trinken, auch wenn ich nicht gleich zahle. Das beste Arrangement, das sich jemand in meiner Situation wünschen könnte, bis die Bänder was abwerfen. Ah. Dann war das erstmal alles. Dann ein andermal. Ja. Dann hören wir doch erstmal in die Holobänder rein, was? Aufseher-Logbuch Camp, das sind die gar nicht. Aufseher? Das ist ja kein Aufseher. Na, Bauplan, Schild von Cranes Schatzsuche.
Nö, der hat uns doch gar nichts gegeben. Nee, der hat uns nichts gegeben. Das sind alles Aufseherdinger. Wir machen das jetzt so. Ja, ich habe mir das überlegt. Wir machen das so. Ich glaube nämlich, dass wir mittlerweile ein zweites Camp errichten können. Und da werden wir das bauen. Und das werden wir gleich hier in der Nähe bauen. Ja. Oh, wer bist denn du? Bist du Crane? Duchess hatte Glück, dass du hier aufgekreuzt bist. Hoffe, sie hat dir einen Drink spendiert. Ja, darauf warte ich. Sie hat gesagt... Duchess hat höchstpersönlich für alles hier bezahlt. Die besten Wohnwagen, die noch übrig waren. Tja... Aber Brombeeren hat sie auch nicht. Wo bauen wir denn jetzt am besten? Am Wasser ist ja schon mal gut. Slocum's Joe. Bergwerk am Gully. Oh, der Gorg-Schrottplatz. Unser Lieblingsschrottplatz. Oh, wir gehen ein bisschen hier die Straße runter bei Slocum's Joe oder so in der Ecke. Können wir doch bauen. Oder so weit brauchen wir vielleicht gar nicht. Schlage ein Camp auf, nachdem du den Vault verlassen hast. Öffne dazu deinen Pip-Boy, drücke Z. Da ist ja auch einer. Ich sag doch, hier ist jetzt überall was los irgendwie. Oh, hallo. Wer bist denn du? So einen schönen Zeltplatz hast du, Verkäufer. Wenn du was brauchst, bin ich die Richtige. Aha, meine Drogen? Wenn du niedergeschlagen bist, hab ich das Richtige. Ah. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen niedergeschlagen und verwirrt, aber das bin ich immer. Gut, machen wir ein Geschäft. Ja, super. Was hast denn du? Wie heißt du eigentlich? Heißt du nur Verkäufer? Sie will was verkaufen, unbedingt. Aha. Addictol, Antibiotika, Blutpaket, so die ganzen üblichen schönen Sachen hat sie da. Notizen. Rezepte für Antibiotika. Nur, das ist doch gar nicht so schlecht. Bärenmentatz. Die hat gule Rezepte. Also, Rezept für Antibiotika. Heilt eine Krankheit und reduziert die Erkrankungschance um 50%. Ich meine, für 96 ist das gekauft, oder? Finden wir wahrscheinlich auch irgendwo, aber... Ja, wir wollen ja auch mal ein Geschäft abschließen hier. Bärenmentatz. Plus 5 Intelligenz. Außerdem werden lebende Ziele für 5 Minuten markiert. Erhöht den Durst. Ja, ich denke, die anderen Sachen, gut zu wissen, dass sie da ist. Ich weiß nicht, ob sie... Sie wird wandern, denke ich mal. Sie wird ja nicht immer hier wohnen. Aber gut, dass sie da ist. Ich denke mal, wenn wir es brauchen, dann werden wir wissen, wo wir es holen können. Okay.
Funkstörgerät verkauft sie. Wir haben sowas schon mal gefunden, konnten es aber nicht aufsammeln. Wie hast du das geschafft, das einzustecken? Bei uns gab es da überhaupt gar keine E-Taste. Wir konnten die E-Taste gar nicht nutzen. Steht nicht, was das kann? Naja, was der Name sagt. Funkstörgerät. Es ist ein Funk, das Störe in Störe gerät. Stör, ein Stör ist ein Fisch. Das ergibt irgendwie wenig Sinn, aber irgendwie ergibt nie irgendwas Sinn in meiner Welt. Naja, okay, dann schließen wir den Handel ab. Können wir noch feilschen? Na, wir sind hier nicht bei Kingdom Come Deliverance. Okay, dann war's das. Danke. Hab genau das Richtige für dich. Naja, okay. Sagen wir später mal, okay? Die sieht ja auch richtig glücklich aus. Ach, da ist schon Slocums Joe. Oh, warst du das hier? Ja, so rum macht man das ja auch nicht. Ach so, der ist da reingefallen. Der hat den Bierhut. Irgendwas fliegt durch die Lüfte. Irgendwie ist es immer bewölkt. Oh, jeder sieht, dass du auf Camps bist. Schlaf dich aus. Was? Habt ihr gesehen, wie der gesprungen ist? Von wegen, da fliegt was durch die Lüfte. Der kann so springen, Omni 75. Der hat einen Namen. Ich glaube, das ist... Und eine Zahl hat er auch. Ich glaube, das ist ein... Das ist kein NPC, oder? Ja, dann bauen wir hier eben nicht. Ich dachte, wir bauen hier jetzt. Uff, hier ist überall was. Wo sollen wir denn hier bauen? Hier ist ja... Da oben ist auch schon wieder irgendwas. Dann bauen wir hier. Alles andere wäre zu weit weg. Ja, ich bin dafür, wir bauen hier. Okay, da hieß es Pip-Boy auf und dann Z. Ja, aber Z, Camp verlegen will ich nicht. Ein Camp bauen will ich. Oh nein, wir müssen doch nicht jetzt in unserem Camp das bauen, das will ich nicht. Und unser Camp ist weg. Echt? Nee, ne? Wie lange wir daran gesessen haben, das zu bauen, das soll da bleiben. Aber hier steht doch Camp 1. Moment. Camp 2. Dieses Camp wird gelagert. Du kannst nur ein aktives Camp haben. Was für einen Sinn ergibt denn das? Öffentlich, Symbol, einschalten. Camp 2. Ach so, das andere ist dann inaktiv. Was heißt denn inaktiv? Naja, da ist nichts. Das wird nicht angegriffen und nichts, hoffe ich. Aber ich hoffe, das bleibt da stehen. Symbol ändern. Ui. Gibt's eins mit einer Falle drauf? Ja, der Totenkopf heißt immer Gefahr. Ja, aber dann denkt man vielleicht, dass das irgendwas mit...
Ach, egal. Wir lassen erstmal das Standardsymbol, ja? Umbenennen. Wir lassen es auch so benannt. So, und jetzt? Z. Wo ist das Wasser? Ein bisschen am Wasser hätte ich das schon gerne. Hier ist Wasser. Oh Mann! Wir sind tot! Wir sind zweimal gestorben sogar. Und niemand hilft uns. Aber wo kommen wir dann wieder zu uns gleich? Wird uns wer helfen? In 10 Sekunden ist doch niemand da. Warum waren da denn auf einmal so viele? Ich hoffe, wir haben unser Camp gebaut. Ich hoffe, da ist ein Speicherpunkt an unserem Camp. Mann. Wo ist denn jetzt unser... Hier ist doch unser Camp. Auch nicht schon wieder ihr. Blöden hüpfenden Dinger da. Roboter können nicht schwimmen, die rosten. Hat dir das noch keiner gesagt? So. Na egal, der hatte bestimmt auch noch irgendwas drin. Was brauchbares Metall oder so? Ah, ja, was braucht... Ach so. Was bauen wir? Wir haben ein komplettes Camp mit allem drum und dran, mit Boden und so.
Was sind denn Ressourcen? Hühner? Für Eier und so, ich verstehe. Ja, schön. Regenwassertonne, das ist aber schön. Achso, den Gegenstand im Atomic Shop freischalten, ja. Sowas haben wir, einen alten Wasserspender. Produziert Wasser 24 Mal die Stunde. Oder 24 Einheiten die Stunde. So, den großen industriellen Wasseraufbereiter erstmal hier. So, hier hin. Dann genau, so einen Generator hätte ich gerne. Das macht nur Lärm und bringt nur 12, oder? Und das andere hier? Oder es bringt 100. Das ist aber schon ein Unterschied. Da brauchen wir wieder Aluminium, aber reichlich Aluminium. Und Gummi. Na egal, dann bauen wir doch erstmal... Das erste, was wir bauen, Böden. Können wir das nicht höher bauen? So ungefähr. Haben wir eine Treppe? Was ist denn jetzt los? Wo kamen die denn jetzt her?
Wie war das nochmal mit dem Begrüßen? Ach ja. Oh nein, falsche Taste. Hallo. Und wie kann man sich bedanken? Danke. Ja, was bauen wir sonst noch? Energie werden wir wohl brauchen, sonst klappt das mit dem Wasser nicht. Und ich habe gerade gehört, dass wir schon Hunger haben oder sowas. Also Essen sollten wir auch anbauen. Ja. Türen? Türrahmen brauchen wir, also Wände. So. Was sind denn so die schönsten Wände, die wir bauen können? Nur die aus Holz? Oder die aus Metall, Wellblech? Ui, aus Stein. Wir werden wahrscheinlich sowieso nicht weit kommen mit dem Material, das wir haben. Oder beziehungsweise mit dem Material, das wir eben nicht haben. Moment, haben wir jetzt auch zwei Lagerkisten? Da wir zwei Camps haben, gibt es auch noch eine extra Lagerkiste dazu. Na, was habe ich gesagt? Holz? Holz brennt. Da können wir sowieso nur zwei davon bauen. Hiervon können wir auch nur zwei bauen. Ist zu wenig Holz da einfach. Nee, das sind die Variationen. Es gibt zwei Variationen davon. Also dann hätte ich das gerne einmal mit Holz. Och, jetzt geht das mit dem Bauen wieder los. Ich wollte doch gar nicht. Wisst ihr, was ich suche? Ich suche eine Fenster, eine halbe Wand mit Fenster. Da, so etwas. Naja, vielleicht gibt es noch was Schöneres. Ach so, das war in Fallout 4, ja? Ist wahrscheinlich sogar immer noch in Fallout 4. Oh, hoppla. Bin ich zu schnell mit meinem Geklicke? Es fehlt an Holz. Oh. Da ist ein Baum. Mal Holz. Okay. Zwölfmal Holz. Hallo. Wie viel war das?
Acht nur. Na gut, nochmal 16. Ja, das sollte erstmal reichen. Oh, wir sind schon wieder im Baufieber und ich habe die Zeit gar nicht so im Auge behalten. Wir sind aber schon drüber. Das heißt, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.